Ich denke, jetzt ist es soweit. Diese vier Kandidaten werden jetzt auf die Menschheit losgelassen. Lang war der Weg gewesen, von den ersten Versionen nur noch Voltanzeige und halbe und volle Power-Einstellung mit Schaltnetzteilen. Die liefen schon so nicht schlecht, aber die Back-EMF-Pulse haben dann ziemlich auf die Schaltnetzteile durchgeraucht. Mit der Zeit. Aber waren halt billig im Einkauf und ja, ein, zwei Jahre haben sie meistens schon gehalten, so lang wie die Garantie der Netzteile halt gewesen ist. Ihr könnt ja mal Feedback geben von denen, die ich verkauft habe, ob die noch laufen bei euch oder nicht. Später ist dann eine Ampere-Anzeige mit dazugekommen und noch mehr Einstellmöglichkeiten, dass man noch mehr verschiedene Ampere-Zahlen hat, mit was man da so eine Batterie betreiben kann, aber immer noch halbwegs relativ fix auf 12 Volt geeicht. Die meisten von euch wollten irgendwas Universelles haben. Ein Universal-Ladegerät, wo man alle Batterien damit laden kann. Und am allerbesten noch mit einer Abschaltung, einer Ladeabschaltung. So ist es jetzt endlich geworden, nach über einem Jahr Entwicklungszeit. Anstelle von den Schaltnetzteilen sind jetzt richtige kurzschlussfeste Trafos reingekommen. Großen Dank an Paul, der hat die aus irgendeinem Flughafen aus Stuttgart gerettet, bevor sie weggeschmissen werden sollten. Ne, komplett neue Teile, noch nie benutzt. Und in Kombination mit solchen Buck-Boost-Konvertern. Und wie die im Einzelnen alle detailliert funktionieren, das folgt nun. Oh, fangen wir mit der kleinsten und billigsten Version an. Verbaut ist ein 24 Volt 3 Ampere Ringkern-Trafo. Ein Buck-Boost-Konverter, der bis maximal 4 Ampere geht. Und in der Dauerleistung um die 2 Ampere ungefähr bringt, also zwischen 1,5 und 2 Ampere. 5 Ampere Sicherung und die Voltanzeige geht auch schon los, auch wenn der Netzstecker noch gar nicht angeschaltet ist. So, wollen wir mal schauen. Und so schaut es aus, wenn es läuft. Und dann die verschiedenen Voltzahlen einstellen. Und was haben wir denn noch? Die Watt können wir uns anzeigen lassen. Die Amperestunden können wir uns anzeigen lassen. Wie viele Amperestunden praktisch in den Akku reingehen. Und die Zeit können wir auch einstellen. Wie? Ah, Set. Ah, hier kann man die maximalen Ampere einstellen. Okay. Kann man hier einstellen, dass er nur so und so viel Ampere, also auf 4 Ampere maximal ist es eingestellt. Ne? Aber wie gesagt, das reicht dann nur ganz kurzzeitig. So im Dauerbetrieb ist es so bei 2 Ampere ungefähr. Okay, hier kann man sich anzeigen lassen, wie viele Stunden es schon läuft. Na gut, das ist ja jedenfalls schon mal etwas. Eine automatische Abschaltung hat es nicht. Ich habe gedacht, man kann dann hier noch eine bestimmte Zeitschaltuhr einstellen, sozusagen. Dass der nach so und so vielen Stunden ausschaltet. Das ist dann hier leider doch nicht der Fall. Rotz gekauft, kann man wieder sagen. Aber ansonsten funktioniert der Buck-Boost-Konverter einwandfrei. Müsst ihr bei der kleinsten Version dann halt trotzdem auf die Zeit achten. Mal sehen, wie weit er kommt maximal.
bei 1,4 Ampere sind wir. Irgendwann kommt er nämlich in Overwrite-Modus. Das hört er dann richtig. Da wird das Fietschen dann ganz komisch. Also bis 1,5 Ampere geht es stabil. Das ist schon mal etwas. 1,6 Ampere auch noch stabil. 1,6. Jetzt kommt der Override-Modus. Hört es? Jawohl. Und da geht er in die Selbstabschaltung dann. Gut, also ausschalten, einschalten und wieder ein bisschen zurückfahren, die Voltzahl. Also kann er doch so 1,6, 1,7 Ampere fahren. Ich würde trotzdem empfehlen, ein kleines bisschen unterhalb von dem Override-Modus zu bleiben, weil der Akku sich mit der Zeit sozusagen vollfrisst. Ja, es kann sein, dass die Ampere hier dann, wenn ihr eure Weg geht, immer mehr steigen, wenn das kurz vor diesem Override-Modus ist, wenn ich es erstmal so salopp ausdrücken kann. Ja, also ein bisschen unterhalb davon bleiben, so 1 bis 100 mA unterhalb von dem Override-Modus, und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, dass das dann konstant durchläuft, bis der Akku voll ist und hier die Ampere dann auch immer weiter sinken, ne, mit höherer Spannung. Ja, das wäre die erste Version. Geht bis maximal 30 Volt. Also ihr könnt auch 28 Volt Akkus von E-Bikes ranhängen. Die dürften trotzdem, die werden nicht richtig voll damit, aber so zumindest dreiviertelst voll dürftet ihr die damit kriegen. Ansonsten alles von 1,2 Volt bis, ja, 30 Volt könnt ihr damit laden. Die nächste Version, der graue Kandidat, der hat jetzt ein Trafo eingebaut, der 28 Volt und 4 Ampere schafft und in der Scheitel-Leerlauf-Spitzenspannung, wie das bei den Trafos ist, kommt er bis auf 35 Volt. Und auch bei 35 Volt schafft er dann noch 2 Ampere ungefähr. Deshalb steht hier bis 35 Volt und 2,5 Ampere. Und hat jetzt auch schon eine Ladeabschaltung. Also hier könnt ihr dann getrost eurer Weg gehen und könnt den Charger dackeln lassen. Vorausgesetzt, ihr habt hier am Anfang die richtige Voltzahl eingestellt. Wollen wir es gleich mal machen. Hier für den hier, das hier ist ein 3S Lithium Akku, das heißt 12,6 Volt Ladeschlussspannung, so Pi mal Daumen. Und die 12,6 Volt wollen wir jetzt mal hier einstellen. Wenn man einschaltet, dürfte hier jetzt eigentlich schon die Voltzahl kommen. Aha, nein, die Voltzahl kommt noch nicht, weil hier muss ich noch eine Sicherung einbauen. Moment. Die eingebaute RMF-Charger-Schaltung ist bis 10 Ampere maximal ausgelegt. Also reicht ja auch eine 7,5 Ampere Sicherung, weil der Buck-Boost-Konverter, der schafft nur in der Spitze 8 Ampere maximal, so steht es drauf. Aber im Dauerbetrieb ist er so ungefähr mit 3,5 Ampere dabei. So, Sicherung ist drin. Die Voltzahl wird auch angezeigt. Man muss dann hier auf den linken lange draufhalten und die eingestellte Spannung von 12,6 Volt einstellen. Warten, bis es hat. Und dann hier vorne die Voltzahl noch auf die Stärke runterfahren, dass wir so 2-3 Volt drüber sind über den 12,6 Volt. Fahren mal mit 14 Volt los, schalten auf On. Und bei 14 Volt haut er 600 mA rein, da können wir noch ein bisschen höher gehen. Ah, hat er hier schon Override-Modus, aber das macht nichts. Da kann er bis 3,5 Ampere hier. 1,7 Ampere.
Ah, jetzt hat er einen Override-Modus gehabt von 4 Ampere, habt das kurz gesehen. Okay, also müssen wir hier auch ein bisschen weiter runter gehen. Gehen wir hier bei 1,4 Ampere ungefähr und könnten jetzt hier theoretisch warten, bis er seine 12,6 Volt erreicht. Dann würde er hier abschalten. Also ich könnte jetzt meiner Weg gehen. Der lädt den Akku ordentlich voll. Ja, ansonsten könnt ihr hier bis 35 Volt gehen. Bis 35 Volt könnt ihr hier alles laden und ja, das wäre die zweite Variante. Und dieses ist die dritte Variante, das was am allerschönsten geworden ist, meiner Meinung zumindest. Ah, wollen wir den mal losfahren. Gucken, was wir hier eingestellt haben. Das sind aber 14,5 Volt, da wollen wir nicht hin. So, 12,6. Okay. So. Und diesmal schaut es so hier aus. Anhaben. Oh Mann, da kann man alles Mögliche einstellen. Alles Mögliche, da könnt ihr euch ja mal selber durchwuseln, wenn ihr mal irgendwie Zeit habt. Ich muss selber jetzt erstmal checken, wie das hier gewesen ist. Mal erstmal einschalten. Oh, gut, da haben wir viel zu viel Spannung. Nochmal. Oh, viel zu viel. Wie kriege ich die jetzt wieder runter? Moment. Ja. Gleich mal von Anfang an runterdrehen. Nee, das bringt es ja auch nicht. Ah, hier unten sind wir bei 18,4 Volt. Das ist natürlich viel zu viel. Wie kommen wir da jetzt hin? Aha, drücken. Und dann nochmal drücken. Ah, cool, alles klar. Gut, so kommen wir hin. So tun wir das jetzt auf 15 Volt runter. Oh, 14 Volt. Okay. Und dann tun wir nochmal einschalten. So, das sieht besser aus. Jawohl. Das sieht besser aus. So, jetzt können wir gleich nochmal während des Betriebes die Voltzahl höher nehmen. Im 1 Volt Schritt. 0,9 Volt, wenn wir jetzt auf 16 Volt aufgehen, ist wieder viel zu viel, wa? Nee, geht noch. Wunderbar. Alles klar. Schön. Okay. Also, so klappt es. Habt ihr es gesehen, wie es funktioniert? Ja. So kann man dann die Voltzahl einstellen, die man braucht. Und ihr habt gesehen, es gibt hier noch 1000 andere Einstellmöglichkeiten. Könnt ihr euch dann mal selber durchfitzen, wenn ihr Lust habt. Ja, also mit Ladeabschaltung, mit Buck-Boost-Konverter auch bis 35 Volt und 3,5 Ampere ungefähr, was er schafft, ist genauso ein Netzteil eingebaut wie in dem silbernen. Und hier ist jetzt extra noch auf Anraten von Leander hin, meinem Super-Produkte-Tester, ein Entladegerät dran, kann man mal sagen. Ne? Hallo Thorsten, hier ist das hübsche Ladegerät von dir. Momentan wird der linke Akku bespaßt. Der macht schon schön sein Zeug. Ne, ich entlade hier mit 1 Ampere Strom. Und da ist seit ca. 20 Minuten jetzt schon bei 7,14 Volt. Also das wird irgendwie schon seine Richtigkeit haben, was du gesagt hast, dass die im untersten Bereich eine größere Energiedichte kriegen.
Ne? Also die ganze Zeit steht es jetzt schon bei 7,14 Volt Dago. Ne? Und das mit 1 Ampere Entnahme, also das ist schon traumhaft. Das macht auf jeden Fall Laune. Das können wir erst auch mal anschalten. So. Das wird hier vorne angeschalten. Und das geht bis maximal 15 Volt, könnt ihr hier Akkus anschließen. Also von 1,5 Volt bis 15 Volt. Ja, jawohl. 11,85 Volt. Und würde ich jetzt, also hier unten sind noch die drei Knöpfe. Damit kann man dann noch einstellen, wo die Ladeschlussspannung hat. Das muss ich später mal machen, weil die habe ich gerade neu verklebt. Die kann ich jetzt nicht anfassen. Naja, diese stinknormalen China-Entladeschaltungen habe ich da einfach verbaut. Ja, das kriegt man ja dann raus, wie es funktioniert. Das war Kandidat Nummer 3. Und hier haben wir Nummer 4. Die kleine Hexe, will ich sie mal nennen. Davon kann ich mich eigentlich ziemlich schwer trennen. Weil wir haben uns schon echt gut aneinander gewöhnt. Auch wenn er hier keinen Buck-Boost-Konverter eingebaut hat. So ein Teil hier. Weil es begab sich dann nämlich Folgendes. Ja, also ich habe ja da richtig schöne Trafos eingebaut, die auch ja, richtig schön viel Ampere haben. Und dann haben diese Buck-Boost-Konverter nur ungefähr die Hälfte konstant rausgebracht an Ampere, was die Trafos hier liefern. Das hat mich dann irgendwann sowas von gewurmt und ich habe versucht, das zu tunen. Und ganz am Anfang habe ich durch die anderen Ladegeräte, die ich vorher gebaut habe, hier in den Output praktisch noch eine Schottky-Diode mit 45 Volt und ein paar 10 Ampere gehauen, damit die Back-EMF-Pulse vom RMF-Charger mir die Dinger nicht durchhauen. Weil das hier ist nämlich schon, das hat es nämlich schon geschafft, da hat es den MOSFET nämlich zerlegt. Bei dem hier, da haben die Back-EMF-Pulse bei 1 Ampere und 25 Volt waren es ungefähr gewesen, also war überhaupt noch nicht an der Kurzgrenze, haben die Back-EMF-Pulse mir das Ding hier nämlich zerlegt. Tja, was hierfür eigentlich gedacht war. Und da musste ich mir eine andere Möglichkeit ausdenken und habe eine Pulsweitenmodulation von so einer Motorsteuerung genommen, was bis 8 Ampere und 40 Volt kann. Und das hat mich ganz schön überrascht, muss ich sagen. Weil jetzt kriege ich die Ampere nämlich wirklich raus aus dem Trafo und in den unteren Voltzahlen, so bei 4, 5 Volt, kann ich jetzt mit einem 4 Ampere, 28 Volt Trafo um die 10 Ampere. Bis zu 10 Ampere hatte mir da reingehauen in so einen kleinen Akku, ganz am Anfang, wo ich den aus Versehen dran hatte und die Ladeabschaltung noch nicht richtig eingestellt hatte. Die Voltzahl war zwar dann ratzfatz auf 6 Volt gewesen, waren auch nur ein paar Sekunden, aber trotzdem hat es mich verblüfft, weil hier ist nämlich auch nur eine 5 Ampere Sicherung verbaut, die nicht gekommen ist, obwohl er 10 Ampere an RMF-Pulsen rausgehauen hat. Also das zeigt dann wieder, dass ihr auch keinen Schiss haben solltet. Die Kabel hier, die sind normal für 8 Ampere ausgelegt, sind also Netzteilen. Aber 8 Ampere halt normalen Gleichstrom und kein gepulsten RMF-Charger-Strom, weil da behaupte ich mal, dass man auch noch dünneren Querschnitt nehmen kann und dann trotzdem die Ampere rüberbringt. Also auch wenn der hier 5, 6, 7 Ampere anzeigen sollte, sind die Kabel hier nicht zu dünn, da braucht er keinen Schiss haben. Das hat der Leander so ein bisschen bemängelt, mein Produktetester. Da habe ich ihm erstmal ein bisschen nahelegen müssen, dass die RMF-Charger-Pulse auch durch etwas dünnere Drähte hindurchgehen. Ja, klingt komisch, aber ist so. So, erstmal wieder genug gefaselt. Wir wollen ja gucken, was er so kann und welche Geräusche er macht. Okay. Haben wir eingestellt, 12,6 Volt. Gut. Jetzt schon 12,6 Volt erreicht. Da schau her. War ich hier doch zu krass mit meinen Pulsen. Wieder aus, wieder einschalten. Gut, sind halt nur 2 Ampere Stunden, wenn überhaupt. Lithium-Akkus.
Ah, alles klar. Also 4 Ampere haut er rein, dann hat er die Ladeschlussspannung schon erreicht von 12,6 Volt und hat natürlich automatisch abgeschalten, wie ihr gerade gesehen habt. Also hierfür ist das Ladegerät dann zu groß ausgelegt, wenn man es zu hoch aufdreht. Ne, wenn man es nicht zu hoch aufdreht, geht es natürlich auch für alle anderen Akkus. Man muss dann halt nur die richtigen Ampere finden, bei denen man es dann belässt. So, schaltet er nochmal ein, jawohl. Wenn ich den jetzt praktisch hier bei so ungefähr einem Ampere, was das Perfekte wäre für die Akkus hier, lassen würde, dann könnte ich jetzt auch meiner Weg gehen, weil, ja, wie ihr es gesehen habt, der hat halt auch eine Ladeabschaltung mit drin. Ja, hier sind nur die spannungsführenden Teile, also die lebensgefährlich spannungsführenden Teile abgedeckt. Und die Seite, wo die Niederspannungselemente drauf sind, die sind noch unabgedeckt. Da habe ich noch nicht die richtige passende Abdeckung für einen 3D-Drucker gefunden. Da bin ich jetzt erst Neuling, was 3D-Drucken betrifft. Hier seht ihr auch die Abdeckung. Das sind so meine ersten Versuche. Das dürfte dann nach und nach professioneller werden. Oder schöner zumindest. Profi will ich ja nicht werden, aber schön soll es schon aussehen. Ja, gut. Das sind die 4 Kandidaten, die jetzt losgelassen werden. Ich hoffe, da ist für jeden von euch was dabei. Und ja, ansonsten sage ich mal, danke an die edlen Spender. Ne, wie gesagt, Falco hat die Netzteile besorgt. Der Paul hat die, also Falco, Benny und der Helmut haben die Netzteile besorgt. Da haben mir alle möglichen Leute Netzteile geschickt, dass ich die Gehäuse dazu hatte. Der Paul hat mir die Trafos besorgt, die hier drin eingebaut sind. Und ja, verköstigt wurde ich auch ganz hervorragend in der letzten Zeit. Auch nochmal ganz, ganz großes Danke dahin. Ich glaube, diejenige weiß, wen ich da meine. Ja, ohne das wäre es jetzt alles nicht so weit geworden. Das ist eine Mini-Produktion. Nichts im Verhältnis zu Themen, was da richtig große Profis in der Zeit hätten aufgezogen. Aber hey, das sind sie endlich. Und besser spät als nie, oder? Okay, also ihr könnt ja mal in die Kommentare unten drunter schreiben, welches ihr am liebsten haben wollen würdet. Und ja, Kontakt gebe ich auch unten in der E-Mail an und wo ihr die Dinger erwerben könnt, steht dann auch im Infoteil. Ansonsten sage ich erstmal bis später. Lasst es euch gut gehen und frohes Laden in dieser kalten Zeit. Ahoi derweil. Am Schluss noch mal eine kleine Anekdote zu diesem Ladegerät hier. Das wurde mir vor 2 Jahren jetzt schon ungefähr zurückgeschickt mit der Anmerkung, dass so ein PNP-RMF-Charger Batterien hochohmig macht, was ich ja dann bestätigt habe. Habe das umgebaut nach einem einjährigen Test auf NPN, habe es ausgiebig getestet und wollte es demjenigen dann zurückgeben. Ich habe mir damals einen bestimmten Namen gemerkt, also den Vornamen kann ich erst bestimmt mal sagen, Marcel war das gewesen, aber den Nachnamen, ne? Da war dann irgendwie verkehrt, jedenfalls nachdem ich den drauf angesprochen habe, hier dein Ladegerät ist fertig, kannst du wieder haben, hat er gemeint, er hat nie ein Ladegerät von mir gehabt. Und dann habe ich gesagt, ist ja krasser, wieso habe ich mir den Namen dann die ganze Zeit so krass gemerkt, meiner Freundesliste hatte ich ihn jedenfalls gehabt. Ne? Und hat er gemeint, ja, ist aber gar nicht mal so schlecht, dass ich dich dran habe. Er hat sich nämlich schon 4 Jahre lang drauf spezialisiert, sogenannte Mushroom Lights zu bauen, also Lampen, die aussehen wie Pilze. Ne? Die haben ja auch die Konsistenz wie Pilze. Man möchte am liebsten gleich reinbeißen. So realistisch hat der Marcel das in den letzten 4 Jahren es hingekriegt, die zu perfektionieren. Und es ist jetzt auch schon, so wie er gemeint hat, so fast ein kleines bisschen serienreif. Jedenfalls fände er es nicht schlecht, wenn da Nachfrage bestünde. Ein kleines Problem hat er halt noch bei den Dingern gehabt, dass wenn er die mit normalen Vorwiderständen betreibt, die LEDs, hier vorne kommen dann LEDs rein. Ne, die Stiele hat er auch schon wunderbar fertig vorkonfektioniert. Die aussehen wie richtige Stiele, biegbar, mit so einem Draht innen drin. Kann man dann reinstecken in seinen Stamm, kann man dann selber sich kreieren, wie man möchte, in unterschiedlichen Längen.
mit unterschiedlichen Farben. Wie gesagt, die Ansteuerung war bei ihm noch so ein bisschen das Problem gewesen. Und ich habe da mal so eine Pilzlampe zusammengebaut, nachdem er mir mal ein paar seiner Musterstücke geschickt hat. Das sind jetzt noch die übrigen. Das hier ist der allerschönste, der ist so doppelschichtig. Ach, da bin ich mal gespannt, was ich da draus bastel. Ja, das wird ein ganz besonderer. Das wird noch ein Projekt in der Zukunft. Aber den ich schon fertig gebaut habe, den habe ich einer Freundin von mir geschenkt. Und da ist es jetzt so, dass ein Batteriepack hinten dran ist, wie so ein Zauberstab. 9 Akkus in Reihe oder 7 Akkus, ich bin mir gar nicht so sicher. Und daran dann ein RMF-Charger. Ja, und der RMF-Charger so konzipiert, auch mit der Voltzahl von den Akkus, dass sie maximal so um die 5 mA abbekommen, die LEDs. Da sind sie dann ungefähr so hell. Und wenn man einen Potti dann runterdreht, ist ein 10K-Potti dran, ne, so auf 5 Kilo-Ohm oder 7 Kilo-Ohm Vorwiderstand dann stellt, dann leuchten sie noch so mit 1 mA ungefähr. Ne, man sieht trotzdem noch was, aber kommt damit halt übelst lange hin, ohne dass man die Batterie nachladen muss. Und in dem Fall, in diesem Fall jetzt hier, hängt dann noch ein kleines 12 Volt Solarpanel dran, was die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger im Schatten steht. Nur mal kurzzeitig am Tag was abbekommt. Und das reicht aus, damit es tagtäglich läuft und ohne, dass die LEDs eben durchbrennen. Das war Marcel sein Problem gewesen, hat gemeint, es geht zwar die erste Zeit ganz gut, wenn man das mit diesen Vorwiderständen macht, mit den Berechnungen, die es da im Internet gibt, aber mit der Zeit werden die LEDs dann immer dunkler und dunkler und dunkler und irgendwann leuchten sie gar nicht mehr. Ja, konnte ich jetzt so mit den RMF-Ansteuerungen oder auch Schultief-Ansteuerungen bei LEDs nicht bemerken. Im Gegenteil, damit kriegt man auch schon dunkel gewordene LEDs wieder zum Leuchten. Und von daher wäre das vielleicht gar keine schlechte Symbiose. Ne? So ein gepulstes, selbsttriggerndes Ansteuerungssystem für die LEDs damit ranzubasteln. Ich werde dem Marcel da mal so eine Ansteuerung mit zukommen lassen. Und mal schauen, was er dazu sagt. Aber ich bin begeistert davon. Also das sind wieder Accessoires. Das ist für Waldfreunde was ganz Besonderes. Ja. Naja, gut, okay. Das mal noch als kleiner Gimmick am Rande, welche Bekanntschaften durch solche Ladegeräteverkäufe entstehen können. Aber wie gesagt, den Original Marcel, den das Ladegerät hier sucht, den suche ich immer noch. Marcel, bitte melde dich. Bis später.